Der neue Sparhammer bei Hertha ist noch härter als gedacht. Der Hauptstadtclub will in der Geschäftsstelle massiv Personal und Sachkosten einsparen. Nun soll auch bei den Profis die Kostenschraube angezogen werden. BZ gelernt, künftig sollen Charterflüge zu Spielen oder Trainingslagern vermieden werden. Alternativ können Sie Teile eines Linienflugzeugs buchen oder das Team mit Bahn oder Bus anreisen lassen. Charterflüge werden seit Jahren regelmäßig genutzt, in Zeiten von Corona teilweise sogar mit zwei Fliegern, um die vorgeschriebenen Mindestabstände einzuhalten. Passt zum aktuellen Sparhammer-Plan auch Hertha, reicht in diesen Tagen die Lizenzunterlagen für die zweite. Fakt ist, der Club muss jeden Cent umdrehen, um die Verluste der Vergangenheit wettzumachen. Neben Einsparungen sollen auch die Einnahmen gesteigert werden, über Ticketing, VIP-Logen, TV-Gelder, Sponsoring und Werbung. Ziel ist es, bis zum Ende der Saison 2025/26 wieder finanziell gesund zu sein, schwarze Zahlen zu schreiben. Wie hilft der neue Investor 777? Die Amerikaner werden nur das Geld geben, das Hertha zum Überleben braucht. Den Rest soll der Verein alleine machen. Informationen zufolge stimmt das Gerücht, Hertha habe bereits 35 Millionen Euro erhalten, nicht. Stattdessen werden immer wieder kleine Tranchen geplant. Bis Ende April, wenn die Saison bei der DFL komplett finanziert werden muss, soll eine größere Summe von den Amerikanern kommen.